Die Bäume werden natürlich noch angepasst. Da ich ursprünglich gar keine Ahnung von Unreal Engine habe, ist es extrem schwer da reinzukommen, was transparente Texturen angeht. Deswegen sieht das mit den Bäumen noch sehr komisch aus. Bei diesen Büschen kriege ich es ungefähr hin. Es wird also noch ein bisschen besser. Nur bei den Bäumen ist es echt krass. Und hier stecken jetzt schon hunderte Stunden Arbeit drin, obwohl hier fast noch nichts ist. Allein diese ganzen Texturen so hinzubekommen, dass das funktioniert, ist so krass gewesen. Ich sollte vielleicht mal Musik ausmachen. Weil ich bin es gewohnt, mit Cinema 4D zu arbeiten und da kann ich halt alles so. Und hier musste ich mich erstmal mega reinarbeiten und alle Texturen waren natürlich geflippt und ja, ist mega crazy. Hier ist noch so ein weißer Blumenkasten, da fehlen noch Texturen. Ich bräuchte eigentlich eine dritte Hand, um hier zu lenken. Aber ich dachte mal, ich gebe euch nur so einen kleinen Überblick über die Map. Alles, was ihr seht, ist von mir selbst erstellt und selbst platziert und selbst ausgerichtet. Es gibt hier keine Vorgaben, nichts Vorgearbeitetes. Also ich bin schon sehr stolz drauf. Ich habe Stunden damit verbracht, diese einzelnen Objekte, also hier so ein Mülleimer und alles, das ist alles handplatziert. Also wer jetzt sagt, ja, einfach aus dem O übernommen oder so, ist vollkommener Quatsch. Ich will hier auf jeden Fall noch ein paar, ein bisschen Wiese reinmachen, ein paar Hügel, dass der Boden nicht so gerade ist. Hier ist dieses Hotel. Ja, Hotel sag ich schon. Hospital. Was ich noch gemacht habe, was man jetzt bei dem hellen Licht nicht sieht. Ich habe solche Lampen gebaut, die auch wirklich funktionieren. Ich probiere das mal eben. Alt F4. Wir gehen mal auf Light Source. Und drehen die Temperatur mal ein bisschen runter. Ja, ist eigentlich egal, kommen das heute immer so und machen aber Intensity auf 0. Drehen die Temperatur runter. Ja, ich mache jetzt einfach mal Selected Viewport, dann müssen wir nicht Standalone Window haben. Darunter leidet jetzt natürlich die Performance, aber das geht trotzdem. So, jetzt ist es ein bisschen dunkler, sag ich mal. Es geht zwar immer noch. Ich muss da eben kurz hin. Ah, komme ich da überhaupt rein? Hey. Obwohl hier vorne müssten auch welche stehen. Bräuchte echt eine dritte Hand. Hier diese Strommasten allein hinzubekommen, dass die so stehen, ey, das ist so behindert. Okay, warum es bei der jetzt hier nicht funktioniert, weiß ich nicht. Sollte aber eigentlich. Aber bei denen hier funktioniert es. Die strahlen halt auch wirklich Licht ab. Sieht man da an der Hauswand. Und das hat so viel Arbeit gekostet, aber ich finde es einfach so geil, weil es halt viel mehr Ambiente, das gibt einem einfach viel mehr Wärme und so. Das ist mega, also ich finde das mega. Ich kann euch einfach noch mal die Meshes zeigen. Kurz rein tappen hier. So. Ich sollte natürlich auch Play drücken. Das ist mit einer Hand alles ein bisschen schwierig. So, ich gehe am besten einfach mal in die Mitte. Hier. Mit Allround-Beleuchtung. Hier, wenn es fertig gerendert ist. Auch hier mit Wolkenmovement und so weiter. Also es ist keine stationäre oder halt feststehende Skybox, sondern die ist bewegbar, beweglich. Hier No Texture Mesh, da sieht man es nochmal besonders bei den Lampen, dass die Licht abstrahlen. So. Ausleuchtung. Ist bei den Bäumen jetzt natürlich nicht so top, aber das ist relativ irrelevant, da hier sowieso nicht viel noch gemacht wird daran. So. Ja, ich würde sagen, das war's. Danke fürs Zuschauen. Ciao.